Guten Morgen! Alle Sitze, Kopf nach unten. Hallo! Alle schwer beschäftigt. Keine Ahnung. Er guckt wohl nach Spritpreise oder was. Schätze ich mal. Ja, wir sind wieder auf dem Weg. Jetzt haben wir schnell was eingekauft beim Walmart in Idaho Falls. Und jetzt fahren wir tanken zum Labs und dann fahren wir auf eine Rest-Area, dann essen wir ein Stück Frühstück und dann geht's wieder weiter. Dann fährt Manuel weiter, ne? Ja, von der Rest-Area. Von der Rest-Area. Alle klar, alle drin, alle da? Ja, ja, alle da. Ja, so sieht's mal aus. Und jetzt geht's los. Da ist wieder so ein Olive Garden. Olive Garden. Achso. Italienisches Restaurant ohne Pizza. Und ab geht's. Hey ho, let's go. So, jetzt wird gefrühstückt hier. Wir sind jetzt hier auf der Rest Area in Idaho. Inmitten von Lavagestein umgeben. Komplett alles Lava. So, jetzt haben wir uns Kaffee geholt und jetzt essen wir ein Stückchen Kuchen, den wir uns geholt haben. Jo. Sehr gesund, ausgewogen. Sehr, ja, aber sowas von ausgewogen. Guten Tag. Guten Tag. Hast du schon mal ein neues T-Shirt gesehen? Ich hab's schon gesehen, die Leute jetzt auch. Gut. Das ist ein Bild von Gabi, wenn sie nicht so gute Laune hat. So. Schön laut. Mittlerweile sind wir in Salt Lake City. Ja, jetzt kannst du es ein bisschen sehen. So, jetzt. Und genau jetzt kommt natürlich der Truck, ist klar. Unglaublich. Franken da. So. Für die LKW-Säule zu kommen. Nochmal, was? Für hier rein, ne? Ja. Und dann nimmst du den Truck einfahren. Du bist auch so schön. Kurze Pause zum Tanken und Pullern gehen. Und dann geht's noch weiter. Ja, ist da hinten Truckeinfahrt und dann haben wir die Tanke. So, mein Scheiß, bis du das so gefunden hast und dann kommen wir abends im Dunkeln. Aha. Ein Dreck immer. Machst du ihn noch zum Löffel hier? Tja. Exit only. Ja. Ja, ja. Ist da hinterm Haus geht nochmal eine Einfahrt. Eine Auffahrt drauf. Doch, der hat nur gebremst wegen dem Stöpschen. Ja. Oh. Ist auch blöd, dass da nicht steht Three-Way oder so. Ist halt blöd. Auch wenn man da die Bäne. Eine geile Kulisse. Habt ihr das gehört? Das hat Annika gesagt. Eine geile Kulisse. Absolut. Oh, das ist ein Angeber, ey. Das ist ein Angeber, Volvo. Hier haben wir auch schon übernachtet, ne Frank? Stimmt.
glaube ja. Ich merke sowas nicht. Ich glaube ja. Es war doch das mit der blöden Auffahrt hier. Welchen nehmen wir denn? Nee, da fährt er ja. Kurz. So, okay. Ja, die stehen da schon weiter vor. Ja. Danke. Im Übrigen, heute ist Tag 5. Das habe ich vergessen, heute Morgen zu sagen. Franky spielt, ihr seht das richtig. Franky spielt. Der Manuel fährt. Manuel fährt. Ja. Wow. Ah, der sieht aber, guck dich mal an. So geil. Wolke kommt natürlich Regen. Aber das haben wir gleich geschafft. Verkrabbelt hier. Lass mir Ruhe. Lass mir Ruhe. Ich bin schon wieder im Bett und schlafen. Bis morgen. Guten Morgen. Tag. Was ist denn heute? Tag 6 oder was ist heute, Frank? Tag 7? Tag 6? Tag 6. Hier sind wir auf dem Campingplatz in. St. George in Utah. Hier ist nicht so schön, aber guckt mal darüber, die Berge. Sonne, wir kriegen 29 Grad. So schön. Annika und Manuel sind noch beim Duschen. Wir räumen jetzt hier den Trailer und dann geht's ab. So, jetzt hat er nur noch hochgelassen. Also ist nicht 100%, aber fast. Ach so, hinten noch. Ja, ja, ja. War eine ganze Ecke. Das war bis Anschlag andere Seite, die Wasserwaage. Und? Der weg. Schon aus dem Fenster gelugt wird. Hat das was? Hier, hältst du kurz auf? Wir nehmen uns auf jeden Fall eine größere Jacke mit hier. Und wenn ich hier
ihr? Weißt du was, das hat auch viel mit diesen komischen Abfälligen hier zu tun. So viel Unterschied. Wir haben auf dem einen Bein ganz eingefahren und das andere ist fast ganz raus. Aber anders haben wir das nicht beschissen gesehen. Ja, ja. Wegen den Auf- und Absatz. Das stimmt. Den besten kaum runter. Ja. Aber wir haben das jetzt, den wir den Trailer haben, versuchen wir mit dem automatischen Leveling-System den hinzustellen. Ne? Es klappt nicht einmal. Die Wasserwaage, wenn du die hinlegst nach dem automatischen Leveling, wenn er fertig ist, spinnt völlig. Also die Blasen sind überall. Ich glaube, ich habe mir in deiner Jeans noch in den Schlüssel. Ja, musst du vorsichtig wieder aufknoten, wieder alles rausnehmen. Welchen Schlüssel denn? Ich habe doch alles bei. Ja, der liegt ja hier. Kannst du ihn mal aufsehen, der liegt ja oben schon. Den hier, Wenn du jetzt nach hinten gehst, versuch mal, ob der jetzt ein bisschen gerader ist. Nee, der mein vom Trainer. Der viele Schlüssel da. Genau, danke schön. Ja. Ist jetzt besser, das ist der Trainer, ne? Ja, ja, das merkt man auch. Warte immer, ich war von hier bis da 0,3 Sekunden. Was möchtest du jetzt? Einen silbernen kleinen Schlüssel. Nein, das ist ein mit Schwarz. Nein, das ist keiner mit Schwarz. Ich habe es gestern nicht. Dann muss es einer sowas von sehen. Und jetzt? Ach so, also mit. Ich will das nur nicht verpassen hier. Yeah! Jetzt zeig mal was! Los! Renn du auch mal bitte! Zamba Zamba hier. Hättest du auch mal was zeigen können? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, jetzt guck mal, jetzt geht die Tür nicht mehr von alleine zu. Was habt ihr gemacht? Der Frankie hat die Beine hinten hochgefahren. Ach so. Es war immer noch nicht 100%, aber wesentlich besser als vorher. Wie geil, dass der Weltkampf so lange in der Runde ist. Ne? Ja. Gar nicht. Siehst du, und das hatte er gestern Abend gemeint, als wir hergekommen sind. Schade, dass es dunkel ist. Ich hab das gerade gehört. Sie war so häufig geworden. Du kennst dich. Ja. Guck mal, komm, komm. Mega geil. Gehst du in Jeans, ja? Nee, ich glaube nicht. Es wird wirklich warm. Aber nimm sie mit. Ja, mitnehmen können auf jeden Fall. Frank hat eine dicke Jeans mit, ich habe eine lange Jogginghose mit. Okay. Und eine Jacke. Ich stecke hier noch ein. Also nicht nur T-Shirt. Okay. Ja, Amerika. Ach, weißt du jetzt, wo die Handcreme geblieben ist? Ja, hat sie dir doch hingestellt. Die sind alle gleich, oder? Ja, ja. Das sind die Gene. Ja, das ist so. Nee, Frank und Manuel haben keine gleichen Gene und sind gleich geblockt. Was haben wir denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich habe nur fürs. Sie hat dir vorhin gezeigt, hier ist die Handcreme und hat sie dir auf den Tresen gestellt. Siehste. Ich hätte es mir gleich geben können, wäre das keine Diskussion. Wach werden, hast du schon den ersten Fehler gemacht. Danke. Also duschen fahren, ne? Hast du uns dann mitgewohnt? Du kleine Ziegen. Also kein Drama, ne? Die wollen ja auch mal gewaschen werden. Manuel? Ja, hier bei der Arbeit. Brauchst du das Pinkelhandtuch noch? Für Kleinigkeiten? Jetzt nicht. Nein, überhaupt. Gut, und das ist nass, ich hänge das jetzt da rein, ja? Das ist zum Duschen, das ist Ja, ist auch klar. So, nehmen wir mal Sonnencreme mit, wa? Bevor die Blätter anfängt zu brennen. Dann ziehen die Wolken auf. Das heißt, die Wolken sind auf jeden Fall mit. Und dann haben wir es.
bei dir. So, jetzt ist aber Abfahrt. Also wir wären schon längst da. Nun sitzen wir schon im Auto, jetzt geht's los. Annika wir und. Endlich los. Annika aber und. Es funktioniert nicht. Nee, die machen jetzt erst das Office auf, in 2 Minuten. Ach, wir müssen noch ins Office? Bezahlen. Den Rest noch bezahlen. Die machen das immer da ist die Annika, Anzahlung. Die cremt sich noch ein. wir wollen jetzt los und heute ist eigentlich ein Annika-Tag. Yay. Heute sehen wir viele Sachen, die sie erfreuen und ihr werdet natürlich dabei sein. So, ich meine, Manuel wird es wahrscheinlich auch wunderschön finden, aber. Kommt mit, dann zeigen wir es euch. Genau, das machen wir. Franky, putzen kann ich wieder, nee, das Auto. Nee, das soll ja ordentlich werden. Guckt mal, ihr habt nachts die Klappe offen gelassen. Nicht witzig. Welche Klappe? Welche Klappe? Da oben. Ja, wer hat's denn aufgemacht? Wer ist denn gefahren? Sehr windig, heute soll es hier stürmen. Aber es soll sehr warm werden, also 29 Grad. Mein Arm ist komplett wieder gut. So, Franky geht dann noch den Rest klar machen hier mit dem Platz. Hinter uns kann man, der Platz da kann man Hufeisen werfen, wer es denn braucht. Jo. So, wir haben gerade festgestellt, aussehen tut's geil. Und ratet mal, wer das gesagt hat. Ja. Wir wissen immer noch nicht, wo wir hinfahren. Gott sei Dank. Aber hier gibt es auch auf den Schildern so viele Sehenswürdigkeiten, die wüssten gar nicht, welche wir davon meinen. Ja, wahrscheinlich. Zack, verarscht. Ja. Noch mehr? Oh, Vorsicht hier rechts. Alter.
Kommen da noch mehr? Seht ihr irgendwas? Nee, das war's. Okay. Ah! Das muss jetzt sein, ja? Spinner. Hey, jetzt kommt sie da von vorne. Halt, die sind hier nicht alle ganz dicht. Da sein. Ja. Weil sonst hast du diese Farben nicht. So, erster Ort des Tages, Bryce Canyon. Kommst du in eine andere Welt, ey. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder geglückt für die beiden. Coole Sache. Coole Sache. Hier ist auch noch so nebenbei der Dixie National Forest. Das ist mal cool, oder, Leute? Ja, genau, Frank, das wär's jetzt mal. Kann man doch mal. Ich meine, ihr kriegt noch ganz andere Sachen zu sehen, aber das ist hier der Anfang. Schon toll. Absolut. Frank, kannst du mal da? Und aussteigen mal, oder? Wissen wir nicht. Wenn wir da oben dann aussteigen, dann reicht es schon. Denke ich mal. Zum Bild machen reicht es auch so. Und jetzt müsstest du mir noch ein Bild machen. Ja, die kann da oben krabbeln doch schon rum. Ein schönes. Gibst du mir? Geschafft. Cool. Gut, doch nochmal. Und ich gehe an. Ja, da kommen noch mehr, brauchst du doch nicht. Da kommen ja, noch mehr. Die ganzen Hajis da vorbei. Ja. Genau. Und dann hat er halt immer auf Deutsch und Englisch immer gleich übersetzt, ne? Also das kam alles ganz gut. Er ist offen noch. Da ist auch noch einer. Ja, da kommen wohl noch ein paar von. So ganz erinnern kann ich mich auch nicht mehr hier daran, wie das läuft. Ich meine, das hier ist sowieso künstlich nachgestellt, ne? Das Kopf hier. Richtig, das geht leider nicht anders. Das hast du aber in vielen Parks, Frank, ja, dass sie bei einigen Sachen nachgeholfen haben. So, wenn wir jetzt mal einen Blick in den Canyon werfen, wo wir hier sind, könnt ihr hier lesen. Ja, schon ganz schön hoch, 8000 Fuß, naja, 2500 Meter oder so ähnlich. Wenn wir mal einen Blick riskieren. So, guckt mal beide hierher. Mit dem Hintergrund, dann macht es sich gut. Super. So. Und das sind jetzt leider die Spielchen, die ich heute nicht mitmachen kann. Da runterkraxeln und wieder hoch, das schaffe ich nicht. Könnt ihr gerne tun, dann setze ich mich irgendwo hin. Und du brauchst hier die Sonne, weißt du, sonst kommt das Rot nicht so rüber. Ja, nee. Du, ohne Sonne ist das alles fast einfarbig. Ist komisch, alles, aber es sieht alles grau und dunkel dann aus und dann wirkt es nicht so. Wir wissen das, weil wir zwei Tage hintereinander herfahren müssen. Weil ein Tag war grau und Regen. Und den anderen Tag war... Genau. Ja. Was ist da noch raus? Das. Mangi, ich möchte mal deinen Bauch sehen. Ja. Noch mehr Natur geht noch.
Fantastic. Weißt du, das ist hier so ein Punkt, hier kann man auch ruhig irgendwo eine halbe Stunde sitzen und nur hingucken, ne? Oh, ich kann ja eine Stunde sitzen. Ja, ich sag ja, das ist einfach eine Ecke, einfach nur angucken. Hier waren übrigens auch ganz viele Steinadler und Weißkopfadler sind hier ganz viele geflogen, zu der Zeit, als wir hier waren. Alter, ist das geil, da rumzulaufen. Ja. Ja, so in 2 Meter. Ja, Tracklängen sind das. I'm sure it's a beautiful hike. Yes, I think so. But in our younger days, maybe. We'll find out where you park at. I'm sure it's not like other butts. It doesn't necessarily mean they're a bad dose. I mean, it's just that your dog. I haven't even been all the way to the. I'm going all the way to the Adams Cat. This is the main. Across the finish line. Ist ja auch geil gemacht hier, guck mal. Aber davon. Ne? Ubis Canyon Dinner. Deiner. Da, die ganzen Pferde, guck. Was du gerade da gehst. Die hab's nicht, ne? Guck dir das mal an.
jetzt haben wir hier mal ein paar Kühe auf der Straße, ein paar Rinder. Ja, steht noch ein kleines rechts. Ja, ganz kleine auch noch. So mal ganz schnell, ne? Hier auch Minis und kleine. Ja. Oh Mann. Also, Schilder sind berechtigt. Gott, wie stolz der Kopf hochgerissen wird. Unglaublich. Ja, ein bisschen vorsichtig müssen wir. Alter, ich denke, was ist denn das jetzt? Da macht der hier hinten ganz komische Geräusche da. Ja, da laufen irgendwelche, ich habe keine, ja, Truthähne oder, nee, das sind irgendwelche kleineren Dinger. Keine Ahnung. Funky, komm auf. Nehmen wir zwei mit, dann ist gut für heute. Ja. Und weg. Und ab. Und Feuer. Alle Fenster wieder hoch. Weiter geht's.